Hallo, liebe Hobbyleute. Tja, ich dachte mir mal ein kleines Maltischgebabbel mit Plauderrunde. Tja, Prost zusammen. Und ich dachte mir schon, da es momentan für mich ja nicht möglich ist, zu streamen, denke ich mir, ich plaudere mit euch einfach mal so ins Blaue hinein. Es gibt natürlich ein paar schöne Neuigkeiten, und zwar gerade aus The Old World. Also erstmal Prost, ne? So, mich hat mal wieder was erreicht, also auf dem Handy. Und es scheint jetzt Waffen zu geben, so für Bretonen, für die bretonischen Ritter, für die Gruftkönige. Und ja, und hier auf dem, auch für die Orks, richtig. Und das ist wieder so ein, ja, wie soll ich sagen? Uns wird wieder ein Happen hingeworfen. Ja, und ich spreche gerne über The Old World. Und ich würde jetzt mal ein Thema aufgreifen. Und zwar hat auch TBTV, die Jungs, die haben darüber gesprochen, dass es sich nicht lohnt, auf Warhammer zu warten, auf The Old World. Ja, meine Meinung dazu. Also, liebe Jungs von TBTV, absolut korrekte Meinung. Ja, die Figuren von Kings of War und sowas, von Mantic, sehen super aus. Also da sind wirklich tolle Figuren dabei. Manche gefallen mir nicht. Aber ja, jetzt mal so mein Senf dazu. Also mal ganz sachlich, fachlich. Ja. Ich finde natürlich, dass die alte Welt, wenn sie dann für uns die Warhammer Fantasy lieben, ja, also es ist immer schwierig, so ein bisschen, ja, wenn Leute mit sachlichen Argumenten an einen Idealisten geraten. Ja, und ich finde ja, Warhammer Fantasy ist für mich nicht einfach nur so ein Spiel. Für mich ist Warhammer Fantasy so ein Lebensgefühl. Ne? Also so was Vertrautes. Ich möchte einfach, dass das, was da kommt, gut wird. Und wenn es nicht gut wird, dann habe ich immer noch das, was gut ist. Ja, also mein Warhammer Fantasy wird immer so bleiben. Oder sich komplett weiterentwickeln, wie ich es mir wünsche. Ja, also das Spielsystem, gucken wir einfach mal. Und von den Figuren her, ja gut, ihr habt recht. Mantic macht tolle Figuren, wie gesagt, es gibt auch andere alternative Hersteller, die günstiger sind, die eine hohe Qualität haben. Alles, ja, habt ihr vollkommen recht. Die beiden Jungs von TBTV. Guckt euch die Sendung mal an. Ich kann auch mal das Video mal hier verlinken. Toll. Also, ich finde die Argumente super von den beiden. Aber da ist dann der Idealist, ja, der einfach die Warhammer-Welt liebt, der sagt, nö, ich bleib bei meinem Warhammer. So, und ganz wichtig, ich sage immer, und das meine ich auch wirklich ernst, mach dein Hobby. Also jemand, der Star Wars Armada, Infinity, Freebooters Fate macht, macht das. Macht genau euer Hobby. Ja, und es gibt Leute, die spielen Warhammer 40.000 oder Kugelhagel, ja, also diese ganzen Flames of War, genau. Jedes Figurenhobby, ja, da gibt es Leute, Idealisten, die haben damit ihr Spielsystem gefunden. Ja? Jemand, der Infinity spielt und da alle Figuren kennt, das Regelbuch auswendig vortragen kann, alle Figuren besitzt, die es gibt und sogar im Forum unterwegs ist und so ein richtiger Nerd ist davon, dem, wenn sich dann jemand hinsetzt und sagt, ja, das Infinity, das neue Infinity, darauf zu warten, das lohnt sich nicht, weil es gibt ja bessere Alternativsachen, die günstiger sind, die viel schöner erzählt sind, und ja, dann stellt sich halt jemand genauso wie ich jetzt hier so hin und sagt, nö,
Ich behalte jetzt meine ganzen Sachen und ich bleibe einfach meiner Linie treu. So. Und nichts anderes ist es. Ich finde es wunderschön, wenn Leute ihre Freebooters Fate-Figuren auspacken, auf dem Spieltisch den so ein bisschen aufbauen und dann sagen, wow, geil, tolles Spiel. Und dann kommen die ganzen Kumpels, man bringt Brezeln mit, man bringt Knabberkram mit, die Würfel rollen, man erzählt die Geschichte, man legt ein bisschen Musik auf, ja. Und dann sagen die, bam, Freebooters Fate ist ein saugeiles Spiel. Ja. Und so ist halt genauso für mich Warhammer Fantasy und jetzt hoffentlich auch bald The Old World, wo viele schon in freudige Erwartungen sind, was da kommt. Ja, man freut sich eben einfach, weil es so ist. Und ja, man kann jetzt darüber streiten, wie man da, wie Games Workshop mit der ganzen Sache umgeht. Ja, und das, ja, man muss ja nicht alles gut finden. Aber man liebt eben diese Figuren, diesen Charme, diese Welt. Und darum geht es ja im Endeffekt genau. Man liebt das, was man hat und das, was man sich wünscht. Ja, und um jetzt mal noch auf die Neuigkeiten zu kommen von Warhammer The Old World. Die Bretonen, die Gruftkönige, waren beides Armeen, die am Ende der 8. Warhammer Fantasy Edition kein neues Armeebuch bekommen haben. Die Skaven natürlich auch noch und die Tiermenschen. Also 4 Bücher hatten für die 8. Warhammer Fantasy Edition keine neuen Bücher bekommen. Ich vermute jetzt mal, um jetzt mal einen neuen Themenbereich anzufangen mit The Old World, dass genau diese 4 Völker da jetzt, sag ich mal, so ziemlich als erstes was kriegen. Warum? Weil, wenn man sich bei Games Workshop anguckt, was die da alles in ihrem Angeboten haben, dass genau diese 4 Völker mit besonderen Boxen beschieden werden. Wohlgemerkt, das sind meine Vermutungen, das sind nur meine Ansichten und ich habe auch keine Quellen oder sonst irgendwas. Das sind jetzt nur meine Ansichten, wie ich es wahrgenommen habe, was da so auf uns zukommen könnte. Dass die Orks jetzt mit dabei sind, das ist so, ja, also Orks und Goblins. Das kann ich noch nicht so genau einordnen. Aber ja, die Orks und Goblins sind ja so komplett rausgenommen worden. Also die normalen Grünhäute, ne? Die sind ja dann so ein bisschen als Orks vermurkst worden. Warum auch immer. Aber ja, im Endeffekt finde ich, ist es ja jedem selbst überlassen, für was er das verwendet. Ja, also Age of Sigmar zum Beispiel, da kenne ich jetzt mittlerweile 3, 4, 5 Leute, die das mit einer Leidenschaft spielen, wo ich sage, wow, Hammer. Mein allergrößten Respekt und die spüren den Geist des Hobbys. Ja. Und genauso wie viele andere auch. Und jetzt mit The Old World glaube ich, dass wir da ja häppchenweise immer mehr bekommen. Aber ja, wir wissen, dass wir nichts wissen und somit drehen wir uns im Kreis. Und ja, diese neuen Waffenarme, die es gibt von den Bretonen und von den Gruftkönigen jetzt, ja, meine Güte, ich liebe Warhammer Fantasy, ich will Boxen, ich will Figuren, ich will ganze Figuren, ich will Regimenter sehen und nicht so, nee, ja, und ich sehe da nicht viel. Also wenn ich mir das angucke, was da wieder neu gekommen ist, so mit, ja, wir gucken einfach mal, was wir euch da Neues vorwerfen, also da sind Entwicklungstagebuch der alten Welt, die Enthüllung der Kriegswaffen. Hey. Ja, da haben sie dann hier so, jetzt gerade nicht, glaube ich. Ja, da haben sie hier so Schilde für die Bretonen, ja, und Helme.
Dann haben sie Waffen für die Bretonen, dann kommen hier für die Gruftkönige Köpfe, Skarabäen, Helme, wieder viel zu große Waffen, wo ich denke so, hä? Ja, und dann verließen sie ihn schon wieder. Ein bisschen bla bla. Ja, das war's mit The Old World. Wir werfen euch wieder einen kleinen Happen hin. Und von daher, wie gesagt, nochmal zu TBTV, was die da gesagt haben mit, ja, warum es sich nicht lohnt, auf Warhammer zu warten. Ja, da pflichte ich denen bei. Man ärgert sich eigentlich die ganze Zeit und sagt, ja, wann macht ihr denn jetzt mal was? Ja, dieses Rumgeeiere da, das nervt. Und ich glaube, da spreche ich vielen Warhammer Fantasy Leuten wirklich aus der Seele. Es gibt noch welche von uns. Wir sind nicht mehr viele. Ja, die Warhammer Fantasy Spieler und die Warhammer Fantasy Gemeinschaft. Wir sind nicht mehr viele, aber wir sind noch eine ganze Menge, die sich vielleicht nicht mehr mit den Figuren beschäftigen oder die nicht mehr viel generell mit dem Hobby zu tun haben, aber die alles aufsaugen, was irgendwie davon kommt. Also Geschichten, Spielberichte, ja, also die Aufmerksamkeit ist schon noch da. Und es gibt noch genügend Leute da draußen, finde ich, die ihre Warhammer Fantasy Armee irgendwie weggeräumt haben, in eine Kiste, in einen Kasten, Koffer, was auch immer. Und das ist irgendwie oben auf dem Dachboden oder unten im Keller. Es sind alles Familienpapas, Familienmamas geworden. Die Kinder sind jetzt in einem Alter, wo man sich noch intensiv um sie kümmern muss. Aber gehen wir mal 10 Jahre noch weiter. Und dann holen diese jungen Männer, die jungen Papas, Mamas, die holen dann ihre Figuren wieder raus und dann geht's weiter. Und die Kinder gehen dann einfach mal raus spielen oder spielen vielleicht sogar mit den mit ihren Papas und Mamas zusammen eine Warhammer-Schlacht oder eine Old-World-Schlacht. Also, ich finde, wir sind das Hobby. Wir entscheiden, was wir mit The Old World machen. Egal was kommt. Wenn wir sagen, ist alles Mist, was die da jetzt bringen, oder ich ärgere mich jetzt so sehr, dass ich, was weiß ich, hier Games Workshop leckt mich am Arsch. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber ich darf sagen. Ich koche meine eigene Suppe oder was weiß ich, ich nehme Alternativfiguren. Dann mach das. Genau so. Deshalb gebe ich TBTV auch in dieser Richtung recht. Wenn jemand sagt, ich finde die Ritter von Mantic toll oder was ich, die Zwerge von Mantic, und dann hole ich mir Zwerge und spiele sie halt mit Warhammer. Bäm. Es soll jeder das machen, was ihm Spaß macht, was ihm gefällt. Ja. Und ich kann einfach nur sagen, ich werde warten, was da kommt, und ich habe auch ein Briefkuvert, in den ich jeden Monat 50 Euro reinmache. Und wenn es dann irgendwie mal irgendwann soweit sein sollte, dass die sagen, komm, wir bringen jetzt hier Warhammer The Old World raus, ja, dann stehe ich damit gut 500, 600, 700, 800 Euro und sage, ich nehme einmal alles. Ja. Und ja, ich merke gerade, draußen blitzt und donnert es. Die alte Welt naht. Ja. Ja, das wollte ich heute einfach mal so ein bisschen loswerden, mal in so einer schönen kleinen Plauderei. Und ja, The Old World ist etwas, was uns alle momentan beschäftigt. Also diejenigen von uns, die Warhammer Fantasy immer mit so einem Seitenblick immer beobachten, was da kommt. Ich selbst kann einfach nur sagen, ich bin und bleibe der Hüter der alten Welt, und es wird, denke ich mal, im Laufe der nächsten Zeit noch so einiges wahrscheinlich erscheinen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich gebe es zu, ich gucke momentan, ich glaube, wenn ich jetzt einmal im Monat bei Games Workshop mal auf die Seite gucke, dann ist das viel. Gucke ich gar nicht mehr. Ja. Aber das ist, glaube ich, diese berühmte Hassliebe. Und damit habe ich meinen Frieden gemacht. So, jetzt sage ich Tschüss, meine lieben Hobbyleute, meine Zuschauer, Zuhörer. Ich habe noch eine ganze Menge zu tun. Ich schreibe und lese ja momentan viel in Sachen HeroQuest, und da werde ich, denke ich mal, noch so einiges machen. Und
ja, meine Skaven, die müssen bemalt werden. Die kommen demnächst noch auf den Maltisch dran, oder das nächste Maltischgirbel wird definitiv weiter entstehen. Ich habe ja schon ein bisschen vorgearbeitet. Und ja, schreibt mir am besten einfach in die Kommentare, was ihr jetzt von The Old World haltet, wieder von diesen kleinen Happen, den sie uns zugeworfen haben. Was für Armeen ihr habt oder was ihr noch ausbauen wollt. Oder habt ihr sogar vielleicht eine Mantic-Armee, die ihr für Warhammer nutzt? Ich bin mal neugierig auf eure Meinungen und Kommentare. Dann Prost vom Hüte der alten Welt und mal gucken, was da noch so kommt. Also hier tschüss und auf bald, euer Hüter der alten Welt.